Kennt ihr sie auch, diese Influencer und Creator, die für jedes Video was faken müssen? Die für jedes Video um die halbe Welt reisen müssen, um ihre Community mitzunehmen? Die in jedem Video irgendwas Krasses kaufen gehen oder besorgen, nur damit es cool aussieht? Ich bin das nicht. Und ich habe auf sowas auch überhaupt keine Lust. Bin einfach nur ein ganz lebensfroher und positiver Mensch, der seine Kinder über alles liebt und alles für die machen würde. Und dem es super, super viel Spaß macht, Videos zu drehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Freude mir diese Arbeit bereitet. Das ist wirklich das, was ich immer machen wollte. Und ich bin wirklich, wirklich dankbar, jeden Tag das machen zu können, was mir Spaß macht. Ich finde echt, in unserer großen Social-Media-Welt ist viel zu viel Bling-Bling, ist viel zu viel Fake, ist viel zu viel, wir spielen den Leuten was vor. Und das alles nur, um die Klicks und Views nach oben zu treiben. Ich habe sogar mal einen Influencer gesehen, der einen Anruf der Polizei gefaked hat, nur um seine neueste Single zu promoten. Und dann frage ich mich schon ehrlich, wie weit ist es mit uns als Gesellschaft gekommen? Ich werde mit meinem Content hier genauso weitermachen, wie ihr es kennt. Klar wird er sich auch weiterentwickeln, wird es vielleicht kleine Veränderungen erfahren, aber ich werde der bodenständige Typ bleiben, den ihr kennengelernt habt. Und der euch immer wieder ganz lieb bitten wird, schaut die Videos bis zum Ende, lasst ein Like und ein Follow da, macht vielleicht noch einen Kommentar, das hilft mir echt. Und by the way, holt euch mal die Polana Limo und probiert die. Ich finde die echt ganz gut.